Das ist scheiße kalt! Kneifen zählt nicht. Wenn du mich wirklich liebst, ja, dann tauchst du. Thomas, ich hab was. Ich meine, hör mir zu, ja? Ich find's blöd zu fragen. Es ist so antragsmäßig. Ist überholt, oder? Was denn? Okay, ich sag's einfach. Ich wünsche mir, dass du mein Mann wirst. Die Ringe sind aber aus dem Kaugummiautomaten, oder? Hey. Sarah. Tut mir leid. Ehrlich. Hör zu. Ich lass dich nie wieder los. Ich lass dich nie wieder gehen. War damals vielleicht gerade mal 6 und hab bestimmt mein ganzes Taschengeld in diesen dummen Kaugummiautomaten gesteckt und gedreht und gedreht, bis ich endlich 2 einigermaßen gleiche Ringe hatte. Die hier. Und damals habe ich mir gesagt, dass das die Ringe sein werden, die ich und mein Traumprinz tragen werden. Für immer. Große Liebe und so. Ich will, dass du meine Frau wirst. Ich werde dein Traummann sein. Bitte. Na gut. Wenn ich dich gefunden habe, bringst du mich dann nach Haus. Die Jahre sind vergangen, ich ging niemals an, immer nur auf. Dieses Labyrinth, in dem ich mich versteckt habe, ist mit der Zeit so hoch gewachsen, dass es meine Sicht verdeckt hat. Und diese Welt voller Farben, wunderschön und niedrig, alles was blieb, ist der Rahmen, aus dem sie gefallen ist. Wir werden aber nicht viel Zeit haben. Wofür? Die Hochzeit in den ganzen Kram. Darauf kommt es nicht an. Du trägst den Ring. Ich hab noch Schätze gegraben. Ist jetzt meins. Ich bin das Knie tief im Dreck. Ich hatte meinen Kopf in den Wolken. Und auf einmal war er weg. Ich hatte die Taschen voller Gold. Ich durchkreuzte das Meer. Sarah?
Scheiße. Los, Beeilung! Und die Rettung. Okay, ja. Ich verstehe, ja. Ja, ich bin gleich da. Ich bin unterwegs. Ich meine, Haben wir ein Problem, oder was? Wir haben einen Einsatz. Direkt vor der Haustür, oder warum schaust du die ganze Zeit auf dem Hof? Naja, ist alles noch neu, also die ganze Situation. Nicht nur für uns, vor allem für den Andreas. Ist es aus Rücksicht oder aus Angst oder was? Angst? Ich? Vor wem? Vom Andreas? Bitte, ganz im Ernst. Also. Glaubst du, Andreas weiß nicht, dass du bei mir bist? Ja klar, aber gewisser Respekt. Überhaupt, ich meine, ihr habt ja schon eine besondere Beziehung. Besondere Beziehung? Andreas und ich sind Freunde. Und es gab Zeiten, da wurden in der Bergrettung Wetten angenommen, wann du und der Andreas, wann ihr zwei da zusammenkommt. Überhaupt wohnt ihr immer noch bei dir da, in so einem bisschen da. Na, endlich! Ja, ich, Nachtschicht. Ja. Fahren wir mit deinem Auto. Klar. Gut, gut. Ja, so eine Fahrgemeinschaft ist bestimmt besser. Ja. Fahren wir. Andreas, ganz kurz. Es ist ja alles nicht so einfach. Emily und ich und du. Verstehst du, was ich meine, oder? Nein, ja, die Vergangenheit, also eure und jetzt, ich hoffe, wir gehen damit um wie erwachsen. Ich meine, ich habe absoluten Respekt vor... Hallo. Hallo. Du. Sie. Aha. Also, nee. Ja. Wasserschacht. Aha. Ja, weil die Fremdenzimmer da völlig unter Wasser stehen in der Scheune. Wie jetzt? Die Bude ist doch neulich erst abgesoffen. Ja? Ja? Na, jetzt ist schon wieder eine dicke, fette Leitung geplatzt. Und du hast mir ein Rohr verlegt, oder was? Guten Morgen. Ups. Forstunfall in extrem schwerem Gelände. Wir gehen aus der Luft rein, oder? Mit dem Tau. Den habt ihr schon mal. Das ist eng, steil und alles voller Bäume. Also landen kann ich da nirgends, gell? Es gibt eine Lichtung, naja, Freifläche. Die ist einen Kilometer Luftlinie entfernt. Ja, aber Kilometer sind im Gelände schon zu weit. Wir gehen ans Tau und du setzt uns in den Bäumen ab. Okay, das geht. Wie ans Tau? Aber raus und kann ich euch nicht aus den Bäumen. Das kannst du vergessen, Andreas. Da brauchen wir gar nicht reden, gell? Das macht nichts. Dann fliegt ihr rüber zur Lichtung. Und kommt zu Fuß an den Unglücksort. Jetzt mal eine kurze Frage. Was heißt ihr wir und ans Tau und in die Bäume?
Okay. Wo ist der Mann? Gleich da unterm Baum. Sieht übel aus. Wir wollten ihn nicht bewegen, bevor sie da sind. Ich gehe da rein. Ist der Stamm gesichert? Ja, klar. Können Sie ein bisschen freischneiden? Mhm. Hast du gehört? Hey, hier ist. Er hat Puls. Atmung ist vorhanden. Ist er transportfähig? Jessica? Nordwest! Gib Gas! Ich bleib hier! Warum ist der Mann nackt? Vielleicht hat er Glück gehabt. Rein äußerlich sind keine schweren Verletzungen erkennbar. Wieso ist er bewusstlos? Schock, Kälte, Schmerzen. Keine Ahnung, wo der gerade herkommt. Vielleicht sind es halt doch auch innere Verletzungen. Das ist einer von Ihren Jungs. Wir sind doch kein Nudistencamp. Der Verrückte ist hier wie besoffen einfach aufgetaucht, aus dem Nichts. Wer ist weg? Bitte. Sarah. Sarah, wer? Irgendjemand ist weg. Achtung. Sarah. Oh. Okay. Auf drei. Langsam, langsam, langsam. Eins, zwei, drei. Was soll das heißen, eine Frau? Was heißt hier bitte irgendwo? Genau hat sich nicht. Mädchen namens Sarah, die Gefahr irgendwo hier. Wir werden sie finden, ja? Ja, aber ich weiß ja noch nicht mal, wer diese Frau ist. Was das überhaupt für ein Typ hier ist. Wo er herkam, wo er hin wollte und so weiter. Hat uns das sonst auch nicht abgehalten. Wir bleiben hier. Wir suchen zu Fuß weiter. Ich fliege in die Klinik und falls der Junge aufwachen sollte, stelle ich ihm ein paar Fragen. Okay. Alles klar? Okay, Leute, ich bin soweit. Ich habe jetzt so einen Abflug. Im Wald. Vorschlag, wo legen wir los? Keine Ahnung. Lass uns einfach mal in die Richtung, wo der Nacke dein Spielfeld ist, oder? Das ist auf jeden Fall ein Anfang. Auf geht's, komm, auf geht's. Wir gehen runter. Thank you.
nicht. Thomas? Verstehe ich nicht, warum mir der Patient bei der Infusion weggeht. Also die Medikation war angezeigt und vollkommen richtig. Die Menge ebenfalls. Aber sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Naja, also das Blutbild ist eindeutig. Der junge Mann hat verschiedene Substanzen im Körper. Kunterbunt. Wacht er vielleicht wieder mal auf? Ja. Drogenmissbrauch. Die ganze Apothekenpalette. Ja, ein großzügiger Medikamentenmix. Da kannte sich jemand aus. Er sieht gar nicht aus wie ein Konsument. Wie ein Junkie? Hängt wohl eher davon ab, wie lange man schon dabei ist, oder? Mhm. Dann ist aber auch klar, warum er so heftig auf meine Medikation reagiert hat. Oh, seine Nierenwerte. Ja, das Labor checkt das gerade. Das sieht gar nicht gut aus. Kann ich da mal rein? Nein, es ist besser, wenn du jetzt... Kurt Cobain hat irgendwas von einer vermissten Frau im Berg gesprochen. Andreas, lass den Patienten bitte... Der will reden, guck. Den Job halt persönlich. Ja. Also sollte ich mal im Berg verloren gehen, dann wünsche ich mir auch ihn als Retter. Wo soll's denn hingehen? Zum Opernball? Na ja, in die Vergangenheit. Oh, du hast eine Zeitmaschine auf dem Heuboden gefunden? So was Ähnliches. Jetzt sei halt nicht so zugeknöpft. Ich hab das Gefühl, ich bin eher aufgeknöpft. Warte, ich mach das. Und? Sie hat angerufen, nach all den Jahren. Sie ist hier wegen eines Klassentreffens. Sie will mich treffen. Ja, sie hat ihren Fehler eingesehen. Isabelle, ich bin wieder im Rennen. Oh, Isabelle? So nahe war es daran, dass sie meine Frau wird. Ich habe schon fast den Ring auf den Finger gesteckt. Und da hat der Peter Herbrechter mit der Orgel alles zugeträumt. Warte. Franz Martin, schön, dass du für mich Zeit hast. Das ist doch das Mindeste. Du wohnst aber idyllisch, Franz. Ja. Hm? Hast es weit gebracht. Ist wunderschön, dein Hof. Ja, das. Ja, der Hof ist... Das ist der Hof. Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Wo ist sie? Und was ist passiert? Ich weiß es nicht. Sarah! Wo ist Sarah? Okay, ich helfe dir. Aber wir müssen noch mal von Anfang an beginnen. Dein Name? Thomas Wagner. Korrekt. Thomas, du erinnerst dich nicht, oder? An gar nichts? Das war ein schlechter Trip. Ja, das würde ich auch sagen. Sie haben reichlich Pillen geschluckt, hm? Was? Eine Mischung aus Upper und Downer. Sie kennen sich aus? Ich nehme nichts mehr. Schon lange nicht mehr. Das Blutbild sagt aber was anderes. Ich habe aufgehört. Schicker Ring. Sarah. Sarah, deine Freundin?
ja. Mehr als das, ja. Und ihr wart zusammen in den Bergen? Wandern, oder? Ich glaube, ja, wir waren... Wir wollten in die Berge. Wieso erinnere ich mich an nichts? Die Drogen, das leichte Schädeltrauma, beides möglich. Überleg mal. Denk mal nach. Ihr wart wandern, wart in den Bergen. Ich bin durch den Wald gelaufen. Das weiß ich noch. Und ich hab... Ich hab nach Sarah gesucht. Und... Sie wissen, dass Sie schwer krank sind, Herr Wagner? Meine Nieren. Sie sind Dialysepatient, richtig. Und es sieht nicht gut aus. Das weiß ich selbst. Ja, also nehmen Sie die, wie von den Kollegen verschrieben, ja? Wissen Sie auch, warum Ihre Nieren versagen? Fangfrage. Ja, das ist die Tablettensucht. Kann ich dich mal kurz sprechen? Ja, selbstverständlich. Keine Ahnung, ich habe den Idioten erst Sekunden vorher entdeckt. Der muss von da hinten gekommen sein. Ist dir vielleicht irgendwas aufgefallen? Im Wald oder auf dem Weg? Was soll mir denn bitte aufgefallen sein? Naja, der Typ war nackt. Der ist bestimmt nicht nackt von zu Hause losgegangen. Ja, jedenfalls nicht, wenn er noch alle Tassen im Schrank hatte. Eben, wir suchen nach dem Ort, wo der Junge sich ausgezogen hat. Da findet man vielleicht einen Hinweis auf diese Sarah. Ja, wie soll ich dabei helfen? Die Erfahrung sagt, kriegst du Fragen statt Antworten, sind die Antworten aus. Dankeschön. Servus. Denk nach, Sarah. Denk nach. Da war Wasser. Was zu essen. Du sollst noch nicht sterben. Nicht sofort jedenfalls. Der Junkie soll mitarbeiten. Wir suchen eine Vermisste im Berg. Sicher? Hey, Leute. Okay, ich will jetzt keinen Vortrag über Schulmedizin hören. Macht den Marterler, keine Macht den Drogen. Doch, ich fürchte, genau das brauchst du jetzt. Ja, Verena hat recht. Das sind die Nebenwirkungen von dem Zeug. Der Junge war wahrscheinlich gar nicht bei Sinnen. Aha, also nur ein durchgeknallter Junkie auf einem falschen Trip? Ja, Persönlichkeitsveränderung, Kontrollverluste, Aggressionen und eben auch Halluzinationen. Ja, das sind typische Symptome. Und was soll das heißen? Andreas. Nein, komm schon, sagt der Typ im Wald, dachte, er stirbt. Trotzdem, er sorgt sich nicht um sich selbst, sondern um seine Sarah. Der Typ rennt splitternackt durch den Wald. Das spricht bereits für den Ausfall der Realität. Mhm. Der kann sich die Frau auch ausgedacht haben, ohne es zu wissen. Das heißt, er ist nur ein durchgeknallter Junkie auf einem falschen Trip. Das wäre möglich. Nein, wahrscheinlich sogar. Ich meine, hast du irgendeine Spur von irgendeiner vermissten Person? Nachname von Sarah? Siemann. Sarah Siemann. Bitteschön. Das heißt gar nichts. Seine Halluzination kann auch bedeuten, dass er glaubt, er war mit einer realen Person dort oben. Adresse, Recherche. Haben wir keine Vermisste? Dann zeig mir Sarah Siemann. Ich will wissen, wer sie ist und wo sie ist, okay? Wir rekonstruieren seinen Tag. Die Zeit vor dem Unfall im Wald. Du informierst dich bitte über diese ominöse Sarah und ich mich über ihn. Ich will den Hintergrund, ich will die Familiengeschichte. Dann schließen wir uns wieder kurz, okay? Sag's ja. Er nimmt's persönlich. Es gibt noch eine andere medizinische Erklärung. Für den Verlust der Erinnerung? Ja. Verdrängen. Schuld. Zum Beispiel. Was ist mit der Wunde an deinem Hinterkopf? Die Ärztin sagt mir die Prellung am Arm. Nichts Ernstes. Als wir dich gefunden haben, war das Blut schon geronnen. Das heißt, es muss vor den Fellarbeiten passiert sein. Fuck!
verstehe das nicht. Was ist, wenn ich rückfällig geworden bin? Sarah hat an mich geglaubt. Sarah hat mit mir geweint. Sarah hat mich gehalten, wenn ich nicht mehr konnte. Weil ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt habe während dem Entzug. Du liebst mich. Ich liebe mich, wenn ich clean bin. Wenn ich bin. Niemand liebt mich, wenn ich drauf bin. Niemand. Ich war gefährlich. Ja, ich find's auch schade. Ich hätte gern früher Bescheid gegeben, dass es auch nichts wird, aber ich bin froh, dass ich hier zwischendurch überhaupt mal Empfang hab. Kein Problem, ich kenne das. Von Andreas? Tobias. Du, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir da heute nicht auftauchen. Franz kommt zu euch. Franz Marteller geht bei Peter Herbrechter speisen. Ja, ich habe mich auch gewundert, aber er hat Besuch. Isabelle. Oh nein, doch nicht die Isabelle. Weiß ich nicht. Irgendwas von früher, hat irgendwas von einer Hochzeit erzählt. Ja, das musst du irgendwie verhindern. Wie meinst du das? Ja, zu viel Hormone für zu alte Säcke, das bedeutet Ärger, beim richtigen Ärger. Wieso? Beim letzten Mal, ich meine, da waren wir noch jung, das ist ziemlich lange her, aber der Franz lag mit einer gebrochenen Nase im Krankenhaus und mein Vater, der saß in U-Haft. Wovon redest du? Von Isabelle und ihren beiden gekränkten Kampfhähnen. Wir haben doch neulich darüber geredet, dass die beiden sich nie mehr richtig verstehen werden. Und dass es einen Grund dafür geben muss. Ja? Isabelle ist der Grund. Weißt Andreas Bescheid? Dass sein Vater heute essen geht? Franz geht nicht essen, der zieht in den Krieg. Oh Gott, Hahnenkampf. Es wird schon nicht so schlimm werden. Okay. Ich komme später zu dir, ja? Also, ich liebe dich. Ich liebe dich. Nicht schlecht. Das ist mir zu rausgerutscht. Kann ich nicht machen. Ist viel zu früh, oder? Hallo? Hallo! Hallo. Wissen Sie, wo Sarah ist? Sarah Siemann, meine Tochter. Wissen Sie, ob ihr irgendwas passiert ist? Sie sind Herr Siemann, richtig? Wir hatten telefoniert. Richtig. Und ich hätte jetzt gern eine Antwort von Ihnen, und zwar schnell! Sie wollen sich nicht mit mir anlegen, glauben Sie mir. Sie wollen meine Hilfe. Und jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ja. Entschuldigung. Ich verstehe ja Ihre Angst. Aber es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass Sarah irgendwas passiert ist. Thomas Wagner sorgt sich um Sie. Thomas Wagner? Dieser Drecksjunkie sorgt sich um Sie? Was hat er meiner Tochter angetan? Herr Siemann, setzen Sie sich und beruhigen Sie sich. Sie wollte sich von ihm trennen. Das hat sie mir versprochen. Okay, Sie sagen, Sarah sei nicht zu Hause. Wir wissen, dass sie mit Thomas in den Bergen war. Haben Sie irgendeine Idee, wo sie sein könnte? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe überall rumtelefoniert, keiner weiß es. Ich wusste ja nicht mal, dass sie sich mit diesem Kerl überhaupt noch mal treffen wird. Wenn Sarah was passiert ist, dann bring ich den um, das schwöre ich Ihnen. Martala? Andreas, glaubst du nicht, wer gerade hier war? Rainer Siemann. Du hast also recht, die Tochter ist verschwunden und der Vater ist krank vor Angst. Ich glaube, du solltest dich mal mit dem unterhalten. Der traut diesem Thomas Wagner alles zu. Ja, und Thomas sich selbst auch. Wo wollten die beiden hin? Weiß er auch nicht. Er dachte, die hätten sich getrennt. Na, es wäre nicht das erste Mal, dass eine Tochter ihrem Vater das erzählt, was er gerne hören möchte. Ach, und du glaubst an Junkie? In dem Fall glaube ich an die Liebe. Wie meinst du das? Thomas Wagner, der Einsatz. Meinst du, wir sollten reden? Wegen letzter Nacht. Sollten wir? Ja, vor Tobias war dir das ganz schön unangenehm. Wasserschaden. Echt jetzt? Du, es war schön und fertig. Mach dir mal nicht so einen Kopf. Okay, gut. Jessica? Ja? Schick mir doch bitte noch mal die Adresse von Sarahs Vater.
Klar, Rainer Seemann wird erledigt. Wird das? Ohne diese Tabletten geben Ihre Nieren ganz auf. Keine Tabletten mehr. Ich habe Sarah versprochen. Sie wollen es richtig machen? Dann nehmen Sie die. Sie wollen Ihre Sarah doch noch wiedersehen, oder? Ich liebe dich. Das kann ich doch nicht bringen. Es ist viel zu früh, ganz sicher. Was sagst denn du dazu? Zu deinem verliebten Gesäuse am Telefon oder dass wir hier sinnlos durch die Botanik tigern? Merk schon, bist auch dafür. Ja, eine Menge. Brechen ab. Gut. Hm? Andreas. Lass dich bloß nicht bequatschen. Ich will das selber zu Emily. Gut. Ja. Wie sieht's aus? Was habt ihr? Abgelaufene Schuhe. Schönen Ausblick, sonst nichts. Ich glaube, wir brechen ab. Toni kann schon nicht mehr. Keine Spur? Wald, Berge, noch mehr Wald, ein See, sonst nichts. Ein See? Das würde erklären, warum der Junge nichts anhatte. Er ist aber ganz schön weit weg vom Ungeklor. Trotzdem, das war die erste und einfachste Erklärung, warum der Kerl da nackt rumgelaufen ist. Ja. Ja, stimmt schon. Wir schauen uns da noch um. Sauber. Du hast dich bequatschen lassen. Nicht, das gehört auch dem Gerichtsvollzieher. Guten Tag, Marthaler, Bergrettung Ramsau. Grüß Gott. Ich komme wegen Ihrem Sohn. Sie kommen wegen dem Thomas, wir gehen wegen dem Thomas. Jetzt red nicht so. Ihr Sohn liegt im Krankenhaus. Das kann nicht sein. Doch, da komme ich gerade her. Unser Sohn ist davon ab. Thomas hat aufgehört mit den Drogen. Jetzt hör doch hin. Er ist in der Klinik, Roswitha. Sie wissen um seine Drogenprobleme? Wir haben unser ganzes Geld für die besten Therapieplätze ausgeworfen. Erst die Ersparnisse, dann Kredite und jetzt ist das Haus weg. Wir stehen auf der Straße und haben alles verloren. Nein, Hartmut. Unseren Jungen haben wir nicht verloren. Thomas war guter Dinge und das weißt du auch. Besonders seit er mit Sarah zusammen ist. Sarah Siemann? Ja. Wir kennen sie schon seit Jahren. Mein Mann hat viel mit ihrem Vater zu tun. Sie ist so ein nettes Mädchen. Sarah hat Thomas neuen Lebensmut gegeben. Das nette Mädchen ist verschwunden. Sarah ist nicht zu Hause? Nein, ist ja leider nicht. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben ihren Sohn im Wald gefunden. Nackt, im Drogenrausch, völlig verwirrt. Das Einzige, woran er sich erinnern konnte, ist, dass er mit Sarah in die Berge wollte. Aber Sarah ist jetzt verschwunden. Haben Sie eine Ahnung, ob die beiden Streit hatten? Oder wo die genau hin wollten? Wissen Sie, wo das Mädchen jetzt sein könnte? Wie geht es ihm? Schlecht, sehr schlecht. Sie wissen um seine Nieren. Und der letzte Trip, den er geschmissen hat... Er schafft das! Thomas steht auf der Transplantationsliste, wissen Sie? Was glaubst du? Wenn er wieder was genommen hat, ist er ganz schnell runter von dieser Liste. Ist das wahr? So sind die Regeln. Darum machen wir das alles. Darum, damit er aufhört. Damit der Thomas überhaupt eine Chance hat. Wo ist er denn jetzt? Können wir ihn sehen? Im Krankenhaus, Station 4. Hartmut, worauf wartest du? Kurbel den Anhänger ab. Los, mach schon. Bitte, Sie müssen Sarah finden. Sie ist die Einzige, die Thomas noch helfen kann. War
Scheiß und bekommt wieder die ganze Aufmerksamkeit. Ein Klassiker. Deine Eltern machen sich Sorgen. Da fokussiert man. Ist klar. Bergretteranbruch oder was? Rauchen ist Kacke. Andreas, Bergrettung Ramsau. Jule, missbilligende Schwester. Nein. Was ist mit Thomas passiert? Sarah? Tja, das ist die große Preisfrage. Mein Bruder kann sich an nichts erinnern. An gar nichts. Und Sarah wird vermisst. Sarah Sielmann, Tochter von dem Sägewerk Fuzzi unten im Tal. Fragen Sie den mal. Haben wir schon gemacht. Danke für den Tipp. Tommy und seine Prinzessin sind zusammen weg. Die wollten einen Ausflug machen oder so. Wieder irgendwas scheißromantisches bestimmt. Hast du irgendeine Ahnung, was sie so treiben? Wenn sie mal nicht treiben, irgendein Lieblingsplatz, sonst was? Wie denn? Bin auch total bei meinem Brüderchen abgemeldet, seit die Barbie-Puppe ihn ranlässt. Also wenn sie mich fragen, hat er da schon sein Gehirn ausgeschaltet. Da ist mehr als nur eine Erinnerung flöten gegangen. Du bist nicht gerade gut, auf deinen Bruder zu sprechen, oder? Sie haben meinen Eltern nicht zugehört. Ich wohne jetzt unter einer Brücke. Also was soll die Scheißfrage? Ich liebe Thomas. So sieht's aus. Wie jeder hier. Ich liebe ihn. Und Thomas liebt Sarah. Affenliebe, ständiges Umarmen. Aber sie tut ihm gut. Ist losgekommen von den Scheißtabletten nur für sie. Passt wie Arsch auf Eimer, hm? Du ahnst gar nicht, wie recht du hast, Bergretter. Sie passt zu ihm. Seltener 100%. Seltener 100%. Erzähl mir mehr. Thomas stirbt ohne Sarah. Wir haben uns ja alle einmal in der Familie testen lassen. Negativ. Und dann kommt Sarah. Volltreffer. Die Nierensachen? Mhm. Ja. Mit ihr leben oder ohne sie sterben, so sieht's aus. Sie wollte ihm eine Niere spenden. Wow, großzügig. Bist du sicher? Wenn Sarah weg ist, geht Thomas drauf. Und? Was sagt dein Handbuch dazu? Jetzt musst du auf einmal zwei Ärsche retten, was? Es tut mir wirklich leid. Weißt du, wie oft du das schon gesagt hast? Ich kann das nicht mehr hören. Lass ihn, Hartmut. Ich kann das nicht mehr. Sie suchen deine Freundin. Du bist ja gegenüber nicht aggressiv geworden, oder? Bist du doch nicht. Du hast dir nichts angetan. Ich weiß es nicht, Mama. Diese verfluchten Tabletten. Du hast deine Schwester eingesperrt und verprügelt und das mehr als einmal. Sie wollte dir nur helfen, aber du... Aber du musst mir glauben. Ich glaub dir gar nichts mehr. Nie mehr. Du kriegst wirklich alles kaputt. Papa! Nein. Sie haben uns damals gesagt, wir sollen den Kontakt zu dir abbrechen und dich allein lassen. Bitte, Hartmut, nein. Nur so kann man einem Süchtigen helfen. Nur so. Es reicht. Endgültig. Mach's gut. Kommst du? Mama. Sarah ist verschwunden. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Warum sollte ausgerechnet ich wissen, wo sie steckt? Keine Ahnung. Keine Ahnung?
War das auch deine Antwort, als sie dich gefragt haben, warum dir dieser Nackel da in die Forstarbeit gerannt ist? Weiß nicht, was du meinst. Oliver, du willst mir nicht allen Ernstes erzählen, dass du Thomas Wagner im Wald nicht erkannt hast. War das ein Unfall? Oder Absicht? Ich habe mir gesagt, ich muss akzeptieren, dass Sarah kein Kind mehr ist. Sie braucht ihre Freiheiten. Ich kann sie nicht ewig beschützen. Ich reiße mich also zusammen. Ich lasse sie machen. Muss sie denn beschützt werden? Sarah ist mein Ein und Alles. Seit ihre Mutter vor 10 Jahren starb. Was blieb mir denn noch? Hier. Danke. Sagen Sie, wohin zieht sich Ihre Tochter zurück, wenn es was richtig brennt im Leben? Sie kommt nach Hause, Herrgott noch mal. Was denn sonst? Thomas Wagner ist schuld. Er ganz allein. Schuld? Woran? Na, hören Sie mal. Sarah ist verschwunden und er ist ein Junkie. Er ist drogenabhängig. Ja, aber Ihre Tochter steht auf den Junkie. Ach, Blödsinn. Froh, dass sie endlich zur Vernunft kommt. Das hat sie mir versprochen. Außerdem, was sollte sie von so einem wollen? Ja, mit allem Respekt, sie muss Ihnen nicht immer die Wahrheit sagen, oder? Das würde Sarah mir niemals antun. Nicht nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Okay. Wussten Sie, dass Ihre Tochter Thomas eine Niere spenden wollte? Wussten Sie das? Was? Andreas, wir haben ja wirklich was am See gefunden. Verbrannte Überreste von einem Zelt, Schuhe. Aha. Alles klar. Ja, wir warten. Servus. So, jetzt wird's aber langsam unheimlich. Was ist denn hier passiert? Das war jemand auf Droge durchgedreht, würde ich sagen. Vielleicht suchen wir ja schon nach einer Leiche. Worauf warten wir? Polizei. Herr Andreas. Der hat ein Experiment vor. Isabel. Peter Herbrecht. Gott, das ist ja unfassbar. Wunderbar. Was bringt dich nach Ramsau? Ich habe mich so über deinen Anruf gefreut. Anruf? Du hast ihn? Ich meine... Du, ich habe da hinten einen sehr schönen Zweiertisch für uns. Hm? Das wird aber ein bisschen eng zu dritt, oder? Komm, setz dich. Also... Ich habe bei meinem Klassentreffen von einer Freundin erfahren, dass ihr seit diesem Tag in der Kirche damals regelrecht verfeindet seid. Verfeindet wäre ein bisschen viel der Ehre. Jetzt pass aber auf. Immerhin streckst du deine Füße unter meinen Tisch, ja? Es stimmt also. Mein Gott, ich erinnere mich genau. Der Pfarrer hatte mich gerade gefragt, ob ich dich zum Mann nehmen will. Und dann gab es dieses Getöse. Weil er sich mit seinem breiten Hintern auf alle Tasten gesetzt. Das war aber noch lange kein Grund, mit dem Kerzenständer auf mich loszugehen und mir nachzuhauen. Du schreckst dir auf, ich hab dich eh nicht getroffen. Mich nicht, aber die Orgel. Was ist mit dem blauen Auge vom Fahrrad, das der nachher hatte? Was kann der nicht dafür, dass der dazwischen geht und einen Schlag abbekommt? Der wollte schlichten. Ja, sowas nennt man christliche Nächstenliebe. Ach so, dann war das auch eine christliche Nächstenliebe, wie du den Ministranten da ins Taufbecken befördert hast. Das war ein Versehen. Ach so. Der war ein Weg, wie ich dir nachwollte. Warum lachst du? Findet ihr das nicht komisch? Nicht einmal im Nachhinein. Was soll denn da komisch sein? Also, was ich nicht verstehe, ihr wart doch beide in mich verliebt. Aber ich war doch dann diejenige, die Hals über Kopf aus der Kirche weggerannt ist. Warum feindet ihr euch an? Warum seid ihr nicht böse auf mich? Du wolltest ja ja sagen. Hat sie aber nicht. Was soll das? Thomas, wirklich, das ist nur zu ihrem Besten, ja? Wegen. Helfen Sie mir. Wir müssen reden. Das ist schlecht. Raus. Ich meine nicht. Das ist noch schlechter. Wir zwei, wir machen einen Ausflug an den Bergsee. Gute Idee. Der Bergsee. Wir waren am Bergsee. Vielleicht kommen ein paar Erinnerungen zurück, wenn wir an deinem FKK-Strand spazieren gehen. Ich will mit.
Ich will helfen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt mach mich los. Nein. Verena, der Patient will helfen. Also hilf du ihm. Der Patient ist krank. Er wird sterben. Ja, das stimmt. Ja. Aber die Vermisste ist seine Organspenderin. Was? Warum sagen Sie mir das denn nicht? Ich meine, das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Ich überhaupt nicht weiß, ob es noch so ist. Ob ich es überhaupt wert bin. Wir nehmen den Helikopter. Er braucht aber medizinische Überwachung. Jessica ist an Bord. Dafür rennen wir jetzt kreuz und quer durch die Alpen, oder was? Wegen einer Umweltverschmutzung, ist das ja ernst? Wir haben immerhin eine vermisste Person. Sarah Sielmann, wir haben von Unglücksort im Wald bis hierher alles abgesucht, die ganze Umgebung um den See und noch nichts gefunden. Das ist immerhin ein Anfang. Leitl, aber ihr wisst schon, dass bei der Polizei erst eine Person nach 48 Stunden als vermisst gilt, gell? Und in den Bergen gilt eine vermisste Person nach 48 Stunden als wahrscheinlich tot. Moment einmal. Da haben wir's. Thomas Wagner wegen Drogenmissbrauch mehrfach vorbestraft. Also nichts für ungut. Aber ausgerechnet der erzählt auch solche Geschichten. Rennt nackt durch den Wald, kriegt einen Baum auf den Kopf und weiß von nichts. Also meine Herrschaften, bitte. Was ist hier bloß passiert? Was da passiert ist, das kann ich dir schon sagen, was da passiert ist. Du warst völlig zugedröhnt. Wie damals zwischen den Mülltonnen beim Einkaufszentrum. Da hat auch alles angefangen zu brennen. Ich erinnere mich aber an nichts. Na bitte, solche Pillen möchte ich gerne noch mal schlucken. Ich sag euch, wie das war. Die Freundin ist abgehauen, hat ihn im Stich lassen, er hat sich zugedröhnt und die Geschichte ist erledigt. Wenn ich das im Revier erzähl, na, die lacht mir aus. Na, ehrlich, vergesst es. Gerald! Das ist eine Vogelhenk. Unglaublich. Hier gibt's keine Pillen. Hier gibt's keine Schachteln, hier gibt's nichts. Alkohol. Hast du was getrunken? Nein. Was war da drin? Orangensaft, glaube ich. Und das Feuer. Warum? Vielleicht zum Spuren verwischen? Das muss ja nicht logisch sein, wenn man aufgebracht ist. Hier bin ich aufgewacht. So viel weiß ich noch, aber... Denk nach. Lass dir Zeit. Mich niedergeschlagen hat? Weil sie Angst vor mir hatte? Warum sollte er Sarah was antun? Sarah wollte ihm eine Niere spenden. Das macht doch keinen Sinn, wenn er sie niederschlägt. Das ist doch schwachsinnig. Vielleicht hat sie ja einen Rückzieher gemacht. Und er ist deswegen durchgedreht. Nee. Das traue ich dem Jungen nicht zu. Sollen wir jetzt weitersuchen? Es ist bald dunkel. Außerdem muss er jetzt wirklich zurück in die Klinik, Andreas. Ja. Okay, wir brechen ab.
lass dich nie wieder los. Ich lass dich nie wieder gehen. Nie wieder. Bist du schon tot? Oder hast du mich einfach nur vergessen? Ich lass dich nie wieder los. Ich lass dich nie wieder gehen. Theresa war so eine stolze Mutter, eine wunderschöne Frau. Sie hat Sarah ihr Lachen vererbt. Das Ganze ist jetzt 10 Jahre her, es tut immer noch weh. Weißt du warum? Liebe? Weil es so ein sinnloser Tod war. Der Typ, der den Unfall verursacht hat, der war auf Droge, voll gedröhnt bis unter die Schädeldecke. Der hat nichts gemerkt. Theresa schon. Es tut mir sehr leid. Sie hat gejammert. Sie hat mich angefleht, dass ich mich um Sarah kümmern soll. Dann war es vorbei. Für immer. Alles vorbei. Und jetzt soll mir das Gleiche nochmal passieren. Dass alles vorbei ist, dass alles sinnlos war. Auch Sarah durch einen Junkie verlieren. Das könnte ich nicht nochmal aushalten. Nicht nochmal. Ich gehe mich kurz frisch machen. Mein Gott, Isabelle. Damals hat sie meinen Namen da oben in die alte Buche geritzt. Mit einem Herz. Immer dein. Was ich nicht lache. Meine und ihre Initialen, P und I. Für immer und ewig. Träum weiter. Für mich ist sie in den Baum geklettert und hat meinen Namen dort eingeritzt. Für unsere Liebe. Ein Schwachsinn. Schwachsinn? Ich hab doch gesehen, wie sie hochgeklettert ist. Ja, ich auch. So. Jetzt komm mit, du Obergescheiter. Wo ist die Buche? Mir gefällt. Was, einfach so? Da steckt eine Absicht dahinter. Jetzt hör doch auf. Irgend so ein Holzwurm. Denn der Baum war tot und wurde abtransportiert. Gestern oder vorgestern, was weiß ich. Mit meinem Herz und dem von Isabelle? F und I, Franz und Isabelle, das weißt du ganz genau. Du solltest dich einmal sehen. Ich werde dir geben, du. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Es ist noch nicht vorbei. Sie kommt mich besuchen, ist das klar? P.I. Damals wie heute. Nur sag's ihm. Ja, mach dem Spuk ein Ende. Klär ihn auf. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Ja. Dann sucht gefälligst den Baum. Dort steht sie nämlich drauf. Denn solange ihr so streitet, werde ich euch gar nichts sagen. Nur wegen dir. Und was? Alles klar, alles wie immer. Das ist halt einfach so passiert. Und es war schön. Hat Spaß gemacht. Es war schön, Vergangenheitsform. Also einfach so ein Zwischenspiel, oder was? Also, du weißt doch selber, wie solche Jungs sind, Emily. Nein, aber ich weiß, wie die Jungs sind, mit denen du dich sonst abgibst. Spiel nicht mit ihm. Was meinst du damit? Andreas hat viel durchgemacht und er hat ein großes Herz. Einfach so passiert, das gibt's bei ihm nicht. Du bist ihm sehr nah. Sonst wäre da gar nichts passiert, glaub mir. Hey, bist du wieder zurück? Ganz allein? Frag nicht. Was ist denn mit Franz los? Der ist mit einer Dame gen Herbrechter losgezogen und kommt allein zurück. Oh, okay. Danke. Keine Details.
Es kann keine Liebe im Lichte blühen, wenn Missgunst ihren Schatten wirft. Stimmt's? Das stimmt, ja. Allerdings. Alles okay? Alles bestens. Danke für den Hinweis. Oh Mann. Er hat dich geküsst. Ist da jemand eifersüchtig? Dann gibt's ja doch noch Hoffnung. Kann das sein, dass ich mich an nichts erinnere? Das hier löst manchmal eine retrograde Amnesie aus. Aber ich weiß doch alles vorher. Warum nicht, dass ich was eingeschmissen habe? Drogenmissbrauch ist keine ausgewiesene Wissenschaft, fürchte ich. War es vielleicht doch der Schlag auf den Kopf? Hm. Wie geht's Mama und Papa? Papa, ist es diesmal ernst? Die haben gesagt, du bist nackt durch die Botanik, wa? Hab ich dir ein paar Sachen mitgebracht. Was ist? Sarah hat mich wirklich geliebt. Das hat vorher noch keiner, weißt du? Doch. Ich. Geh mal was zu trinken holen. Hallo? Hallo. Was machst denn du hier? Ich besuche meinen Bruder. Thomas, Zimmer 5. Ach, er ist dein Bruder? Ja. Servus. Ja, bitteschön. Was hast du sonst noch für mich? Außer Liebe und Dosenmilch meinst du leider nicht viel. Wir haben den See noch mal mit Tauchern absuchen lassen, aber da ist einfach nichts. Und Simon Senior, der steht wohl nicht so gerne im Rampenlicht, kann das sein? Was interessiert uns eigentlich der Vater der Vermissten? Simon war sich sicher, dass seine Tochter nichts Ernstes mit dem Thomas anfangen wollte. Naja, weil jemand wie Thomas nicht in die Welt des feinen Unternehmers passt. Deswegen. Das weiß ich nicht, darüber haben wir nicht gesprochen. Ist aber so, aber hier, was anderes. Das ist Sarah? Ja, und das ist Sarahs Mutter. 10 Jahre ist das her. Theresa Seemann ist kurz nach den Aufnahmen dieser Bilder bei einem Autounfall gestorben. Warum hat der alte Seemann das besondere Verhältnis zu seiner Tochter so betont? Mhm, anzunehmen. 2-Mann-Familie, unzertrennlich. Vater und Tochter, gemeinsamer Schicksalsschlag und, naja. Ja, so schweißt zusammen. Und dann kommt plötzlich Thomas. Ja, aber da müssen alle Eltern durch. Junge Liebe. Schon. Aber wer könnte was gegen diese Teenie-Liebe haben? Familie? Freunde? Ja, vielleicht hat er irgendwo Schulden gehabt. Bei seinem Drogendealer. Okay, also, vielleicht ist Sarah Berg verunglückt, aber vielleicht haben die beiden auch gestritten und sie ist abgehauen. Naja, oder er ist im Drogenwahn wirklich durchgedreht und hat ihr was angetan. Ja, das glaube ich nicht. Und was, wenn es nicht Thomas war, sondern jemand anderes? Wie? Du meinst ein Dritter, oder was? Zum Beispiel. Verena? Hab ich mit Scheiße. Ja.
erinnere mich wieder. Da war jemand. Hey, Doc. Was gibt's denn so Dringendes? Jule Wagner. Was? Wer? Jule Wagner. Sie arbeitet als Stationshilfe im dritten Stock, Station 2, Innere. Das heißt, sie hat da mal gearbeitet. Jule Wagner wurde vor einem Dreivierteljahr mit großem Hallo gefeuert. Hallo? Ja. Warum? Die Medikamenteninventur wurde zum Albtraum der Station 2. Die Kollegen staunen heute noch, was da alles fehlte. Stopp, stopp, stopp. Das heißt, die Kleine hat Medikamente mitgehen lassen? Ja, sieht so aus. Ich meine, bewiesen wurde nichts, aber nachdem sie weg war, war alles wieder in Ordnung. Und was hat sie gestohlen? Ja, das wollte ich jetzt auch mal genauer wissen. Die lange Liste der Pillen, die ihr Bruder im Blut hatte und an die er gewöhnt war. Das heißt, sie hat ihren Bruder mit Pillen versorgt. Wow. Heute auch noch. Was hast du vor? Reden. Sind weg. Was soll das? Thomas wird das nicht lange durchhalten. Seine Blutwerte sind viel zu schlecht. Außerdem hat er seine Medizin mal wieder nicht genommen. Und er muss zur Dialyse. Was schlimmer, er braucht seine neue Niere. Sofort, Thomas weiß das. Jule weiß das auch. Du wirst mich finden, Thomas. Das weiß ich. Frau Wagner, guten Morgen. Wissen Sie, wo Ihre Tochter ist? Die ist nicht da. Keiner ist da. Ihr Mann auch nicht. Ist weggefahren heute Nacht. Hat das hier alles nicht mehr ausgehalten. Was wollen Sie? Ihr Sohn ist aus der Klinik verschwunden. Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Könnte es sein, dass Ihre Tochter irgendwas damit zu tun hat? Jule? Wohl kaum. Die beiden verstehen sich nicht mehr so gut. Seit wann und warum? Seit klar ist, dass wir kein Geld mehr haben. Und sie gibt Ihnen die Schuld daran? Dass sie deswegen nicht studieren kann, ja, denke ich. Jule hat in der Klinik gejobbt. Seit ihrer Kindheit wollte sie Ärztin sein. Aber das können wir uns nicht leisten, im Gegenteil. Jule arbeitet, ich arbeite wieder, Hartmut auch, gegen die Schulden an. Wenn Jule wieder auftaucht, sagen Sie mir bitte sofort Bescheid. Frau Wagner, Ihrem Sohn läuft ganz sicher die Zeit davon. Und seiner Sarah vielleicht auch, ja? Natürlich. Toni? Schwager bisher, aber Sarah Seemann war wohl mit einem Arbeiter der Firma ihres Vaters liiert. Wer sagt das? Das Social Network sagt das. Einmal im Netz, immer im Netz. Oliver Groner und Sarah Seemann. Oh. Oliver Groner? Guck mal ins Einsatzprotokoll, das ist doch ein Vorarbeiter bei den Waldis. Tja,
Tja, der Junkie Thomas spannt so einem Kerl die Freundin aus. Das hat unserem Holzfäller aber gar nicht gepasst. Das wissen wir nicht sicher, oder? Naja, Oliver Groner hat Thomas ordentlich verprügelt. Da war er auch noch richtig stolz drauf. Warte mal, was hat er gepostet? So richtig im Holzfäller-Style. Ja, dafür war seine Sarah aber los. Krass, oder? Andreas? Hallo. Sie an der Klettermarkt. Wir müssen reden. Na, macht die Bergrettung wieder Hausbesuche? Wo ist Thomas? Mein Bruder kann tun und lassen, was er will. Thomas ist ein freier Mann. Mein Bruder ist ein toter Mann. Wenn Sie sagen. Okay, hör auf mit dem Scheiß und red mit mir. Du weißt genau, worum es geht. Also? Ja, verdammte Scheiße, seine Zeit läuft ab, seine Nierenwerte sind im Keller. Richtig, genau. Und du kennst deine Krankenakte, du hast in dem Krankenhaus gearbeitet, du wolltest mal Medizin studieren. Mach Hippokrates happy. Ich werde keine Ärztin, ich werde noch nicht studieren, kapiert? Oh. Ach so, das ist alles Thomas' Schuld. Verstehe. Ist das der Grund, warum du nicht mehr willst, dass er zurückkommt? Was? Komm, irgendjemand hat ihm die Tabletten gegeben. Weißt du's? Hast du ihm die Tabletten besorgt? Wir haben viel Party gemacht. Ich und meine Freunde. Wir haben ein bisschen experimentiert. Hat Spaß. Und ich hatte halt etwas, was mein großer Bruder nicht hatte. Also hat er das Zeug genommen. Der Spaß war ganz schnell vorbei. Ich hab Thomas gesagt, dass er damit aufhören muss. Aber da war er schon längst völlig drauf. Jule. Hey. Warte mal, warte. Erzähl. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich es nicht bereue. Nicht einen verschissenen Tag. Ich dachte damals, es ist nur so eine Phase, das geht vorbei. Seine Nieren sind davon kaputt gegangen. Alle sagen, dass er aufgehört mit dem Zeug. Alle sagen, er ist clean. Inklusive ihm selbst. Am See. Wenn er die Tabletten nicht selbst geschluckt hat, dann hat sie ihm irgendjemand eingeflößt. Um den bösen Junkie umzubringen, oder was? An solche Tabletten muss man erstmal rankommen. Das gibt's doch in jeder Apotheke. Kommt doch jeder ran, der es unbedingt will. Und was willst du unbedingt? Jule, was willst du unbedingt? Ich will meinem Bruder helfen. Wenigstens jetzt. Dann tu's. Mach es. Was hat er vor? Was will er? Dasselbe wie du, Bergretter. Seine Sarah finden und retten. Von was glaubt er? Er erinnert sich, ja. Ich glaube, dass er weiß, wer seiner Freundin und ihm das alles antut. Und auch warum. Okay. Danke. Und hör auf zu rauchen. Sag mir mal, wie lange ich jetzt schon hier bin. Thomas ist schon tot, oder? Ist zu spät. Angetan, rede. Wenn nicht, was dann? Warten wir beide auf ein fröhliches Nierenversagen, oder was? Du hast verloren, Thomas. Ich erinnere mich an dich. Du warst im Wald bei den Forstarbeiten. Du hast mich erkannt.
Im Wald? Bei der Arbeit, du Idiot! Oh Gott, ey, du prügelst hier auf dem falschen Hain, mein Freund. Das ist ein genialer Plan, das schon, das ist aber nicht meiner. Du wirst sterben. Du hast keine Chance, du hast gar nichts mehr. Ich habe alle Zeit gebraucht, um es zu begreifen. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich mache Karriere, du machst einen Abgang. Wenn ich nichts habe, dann habe ich auch nichts zu verlieren, oder? Das sollte dir schon ein bisschen Angst machen. Vielleicht nehme ich dich einfach mit. Also, wo ist Sarah? Also, Rache aus Eifersucht und verschmähten Holzfäller. Oliver Krone. Ja, das glaubt Thomas. Ist ein simples Motiv. Naja, es ist ein durchdachter Plan. Sarahs Ex wusste ganz genau, dass ein Drogenabhängiger von der Transplantationsliste fliegt, wenn er wieder rückfällig wird. Er schlägt den Jungen nieder und stopft ihn mit Tabletten voll. Genau, schnappt sich Sarah, versteckt sie so lange, bis die Zeit davonläuft. Kein Spender, keine Transplantation. Exitus Thomas Wagner. Und dann ist, da ist doch der Junkie selber schuld. Sarahs Vater. Wieso wird's denn der so einig? Vielleicht weiß er was wir nicht wissen. Und was er da drüben weiß? Schau mal. Der Grona. Oh, gegen Baum gelaufen. Das Schwein hat mir meine Rippen und meine Hand gebrochen. Dabei habe ich überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Ihre Nase sagt da was an. Oh! Das war alles die Idee vom alten Sielmann, okay? Der alte Sielmann entführt seine eigene Tochter? Krone, komm schon, mach Punkte. Es ist Endspiel, liegst im Rückstand. Erzähl. Sarah weiß nicht, dass er es war. Er hat ihm was in die Trinkflasche gefüllt. K.O.-Tropfen. Sie hat Musik gehört, ist eingeschlafen, er hat sie verschleppt. Thomas hat sich wohl noch gewehrt, aber als er bewusstlos war, hat er ihm einen Drogenmix eingeflößt. Und Thomas hat die Arschkarte gezogen. Das Zeug sollte ihn umbringen, ins Koma schicken oder in die Klinik. Scheißegal. Dem glaubt eh keiner. Scheißegal. Hier geht's um Menschenleben. Es geht darum, dass Sarah sich nicht aufschneiden lässt für den Junkie. Das ist das Einzige, was Papa Simon interessiert. Ja, und Thomas stirbt. Perfekt, oder? Und du hast das Ganze durchschaut und kräftig abkassiert. Aber ich dachte, du hast die Kleine geliebt. Hat dich sitzen lassen. Für Thomas. So, wo ist Sarah? Wo ist Sarah jetzt? Oben in der alten Forsthütte am Steinkar. Dein Motorrad? Ja. Schlüssel? Steckt. Ruhig, mein Schatz, ich bin bei dir. Jetzt wird alles wieder gut. Und dann ist er ausgeflippt. Sarah, ich hab dir immer gesagt, der Typ ist zu allem fähig. Komm, fahren wir nach Hause. Ja? Komm. Ich hab am Ufer gelegen. Ich hatte die Augen zu. Ich bin erst hier wieder zu mir gekommen. Es ist die alte Forsthütte von Thomas Wagner.
Glaubst du deinem Vater, Sarah? Komm, steig schnell ins Auto, mit dem werde ich schon fertig. Ich hab dich gesucht, um dich zu befreien. Er hat dich eingesperrt. Was sagst du da? Sarah, wem traust du mehr, mir oder diesem Drecks-Junkie? Er ist gegen uns. Er will, dass ich sterbe. Darauf wartet er, dann hat er gewonnen. Schau ihn dir doch an. Er hat doch sein ganzes Leben ruiniert. Sarah, lass nicht zu, dass er dein Leben auch noch kaputt macht. Thomas hat gar keinen Führerschein. Auch kein Auto. Er kann gar nicht fahren. Jemand hat mich hierher geschafft. Jemand war in der Nacht da mit dem Wagen. Du warst das, Papa. Du. Sarah, ich kann dir das erklären. Lass Sarah los! Du lässt sie in Ruhe! Komm raus, Sarah! Ja, durch! Komm raus! Wenn du sie wirklich liebst, dann schickst du sie jetzt raus, klar? Keine Sorge. Das macht mein Vater nicht. Der würde mir nie was antun. Letzte Warnung, Junkie! Sarah, komm nach Hause! Bitte! Herr Siemann, Säge weg! Legen Sie die Säge weg! Es wird alles gut. Nichts wird gut. Ich hab doch nur noch meine Tochter. Und die will ihn keiner nehmen. Keiner. Es wird alles gut. Alles. Thomas! Sarah! Hey! Thomas! Sarah! Hier! Seid ihr okay? Ja. Komm her. Vorsicht! Weg hier!
Ich will noch gar nicht wieder los, ne? Sarah. Bleib, wo du bist. Okay, wir fahren ins Krankenhaus. Und wir nehmen Ihren Wagen. Wir sprechen uns noch. Das ist mein Baum. Du hast ihn fällen lassen und verkauft. Wir wissen genau, warum. Allerdings. So, und jetzt schau und trag es wie ein Mann. Franz, was ist das denn? Ein Beweisstück. Der Baum mit meinem Herz. Ein Stück unvergesslicher Erinnerung. Entschuldigung, der stand auf meinem Grund und Boden. Ja? Und dort befindet sich nur ein Herz, natürlich mit meinem Namen. Ja. Warum hast du ihn dann fällen lassen? Dein Herz. I und F, Isabel und Franz. Mich hat sie geliebt, ihn hat sie ertragen. Jetzt hör doch auf. Er hat sie eingewickelt. Schlecht gemacht hat er mich, damals wie heute. Aber geliebt hat sie mich. Und zwar mehr als dich. Aber bitte, wenn du willst, ja deine Pleite selber erleben, also komm, schön. I? Sag mal, was ist denn das? Isabel und Nix? Ich bin für jeden von euch auf den Baum geklettert. Aber ich habe es nicht geschafft, einen Namen einzuritzen. Ich wusste es einfach nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden. Es war richtig, dich nicht zu heiraten. Es war richtig, dich zu verlassen. Ich schulde euch diese Wahrheit. Und jetzt hört auf zu streiten. Ich bitte euch. Mitnehmen. Wenn ich dich gefunden hab, bringst du mich dann nach Haus. Die Jahre sind vergangen, ich ging niemals ein, immer nur aus. Und dieses Labyrinth, in dem ich mich versteckt habe, ist mit der Zeit so hoch gewachsen, dass es meine Sicht verdeckt hat. Diese Welt voller Farben, wunderschön und nie trist. Alles, was blieb, ist der Rahmen, aus dem sie gefallen ist. Möchtest du vielleicht doch reden? Nein. Ich hab ein Scherzen gegraben. Ich stand knietief im Rennen. Ich war nie so besonders gut im Reden, Andreas. Wenn es um sowas geht. Worum geht's? Ich durchkreuzte das Meer. Ich schlafe heute Nacht bei dir. Aber das ist lange her. Gut. Dieses Bild hat Farbe, so rein und so still. Alles, was blieb, ist der Rahmen, aus dem ich fallen will. Oh, auf all meine Fragen hab ich die Antwort ertragen. Hab alles gefunden.